Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Schachmatt TV. Heute was ganz Besonderes. Wir haben nämlich ein YouTuber-Duell gegen Schachpanda. Der streamt gerade und erster Zug E4. Ich bin aufgeregt. Der Modus sind 4 Partien Schnellschach, 10 Minuten plus 5 Sekunden pro Zug. Und ja, ich bin total gespannt. Total netter Kerl. Hab den angeschrieben, ob wir mal irgendwas zusammen machen können, ob er mir ein bisschen Feedback geben kann. Und der war super freundlich. Ich feiere auch seine Videos total. Also die sind der Hammer. Also schaut auf jeden Fall mal rein. Total auch sehr, sehr, sehr gute Qualität. Macht auch viel Training, nicht nur streamen. Genau, und der ist auch auf Twitch recht groß. Hab gesehen, über 1000 Abos. Also für Twitch schon ziemlich, ziemlich gut. Jo, und ich werde euch auf jeden Fall hier einiges beibringen während dieser 4 Partien auf dem Brett des Königsgambit. Der will mich auf jeden Fall damit erwischen. Gegen Königsgambit habe ich früher immer Dame H4 gespielt. Spiel aber seit 9 E schlägt F4, wie ihr wisst, aus meinem Repertoire, gegen Königsgambit. Da ist ein Video. Schaue ich das auf jeden Fall mal an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Auf dem Brett des Springer F3. Und hiergegen spiele ich sehr gern Springer E7. Ist ein sehr interessanter Zug. Die Idee ist es nämlich, möglichst lange an diesem Bauern festzuhalten. Oder mit D5. Springer schlägt. Und man gibt den auf jeden Fall wieder zurück. Also wir werden jetzt nicht ewig an diesem Bauern hier festhalten. Sondern häufig gegen Gambits finde ich das eine sehr gute Methode, den Bauern im richtigen Moment wieder zurückzugeben. Aber eben im Prinzip gegen den Preis. Und der Preis ist in diesem Fall, finde ich, Ausgleich, den Schwarz damit recht simpel bekommt. Schaut euch das auf jeden Fall mal an, das Video. Genau. Und auf jeden Fall auch, was ich noch sagen wollte, der Kanal ist noch so klein, ihr müsst da ein bisschen mithelfen. Lasst ein Abo da, liked das Video, pusht den YouTube-Algorithmus. Genau. So, am Brett hier D5. Die Idee ist es, auf Schlägt, Springer schlägt zu spielen. Und stellt euch vor, der Springer steht hier, dann deckt er nämlich diesen. Und wenn der angegriffen wird, dann hockt man sich hier rein, macht im Prinzip eine Gabel. Das heißt, der Läufer muss dann irgendwie schlagen, man schlägt zurück. Der Gegner kriegt zwar den Bauern wieder, dafür haben wir dann aber auch schon das Läuferpaar bekommen. Genau. Okay, Springer C3 ist hier ein sehr guter Zug. Den habe ich auch empfohlen in meinem Video. Schlage ich ganz gern und spiele Springer D5. Decke hier diesen Bauern, warte so ein bisschen auf C4 und dann gehe ich hier rein. Alles ganz normal. Denkt mal, man kann mit der Variante ganz gut Ausgleich holen. Ist jetzt nicht die Widerlegung von Königsgambit. Königsgambit ist übrigens eine ziemlich coole Eröffnung, auch im Blitz- und Schnellschach. Aber es ist einfach leicht zu spielen und ich habe euch das auch in einem Video empfohlen. Deswegen zeige ich euch das. Spiele es auch hier. Ich spiele es aber auch sonst sehr gern. Fast immer in letzter Zeit. Diese Eröffnung. Genau. So, also wir decken hier diesen Bauern. Im Prinzip muss irgendwann C4 kommen. Wenn nicht, entwickeln wir uns ganz normal weiter. Wichtig ist auch anzumerken, dass wir eigentlich den Bauern nach C6 stellen. Damit dann nach C4 nicht so eine Bauernlawine kommt, aber das kann man dann je nach Situation entscheiden. Der Läufer, der will nach E7 schön erstmal ein bisschen nicht zu aktiv spielen. Hier käme C3 oder je nachdem. Also das kann man sich überlegen, wenn C4 kommt, den noch zu spielen. Aber eigentlich ist der Läufer hier eine sehr schöne Verteidigungsfigur. Und genau. Was ich nicht mache, ist freiwillig Springer D3 zu spielen. Einfach aus dem Grund, dass Springer E3, einfach aus dem Grund, dass mein Gegner sowieso irgendwann will er diesen Läufer entwickeln und dann muss er C4 spielen. Und gerade gibt es noch nicht genug Grund, das zu machen. So, Rochade, Rochade. Ich denke mal, das sieht mein taktisch starker Gegner. Also er spielt sehr gern Gambits, habe ich gesehen. Und auch, dass er schon Königsgambit spielt. Also, der sieht hier gern die Rochade, weil ihr seht, die Figuren, die schauen Richtung König. Also, der Turm ist offen. Das ist die Art von Stellung, die der Weiße auch hier spielen möchte. Aber
aus ganz objektiver Sicht, und ich bin Freund davon, so nach der klassischen Schachschule zu spielen, kriegen wir hier sehr sicher das Läuferpaar und damit rechtfertigt das sozusagen, dass wir uns so hinstellen. Ne, Ideen, die wir haben, sind C6, Springer D7 und Springer G6. Okay, sehr interessant jetzt. Also ich muss immer abbrechen, wenn ich erkläre und er spielt, weil es geht ja auch hier um den YouTuber-Preis und ich muss die Zeit nutzen. Also mein Gegner spielt jetzt hier C3 und nicht C4. Das kann man, glaube ich, auch spielen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin hier schon lange nicht mehr in der Theorie. Aber ich finde, hier ganz normal weiterentwickeln sieht normal aus. Den Springer stehe ich nicht nach C6, weil da will mein Bauer hin. Der will eher nach F6. Je nachdem, wie die Stellung dann ist. Und ihr seht, der Bauer hier, ich rechne gar nicht mit dem. Also ich habe keinen Bauern mehr, würde ich jetzt sagen. Aber er hindert auch diesen Läufer ja dran, irgendwie ins Spiel zu kommen. Und dieser Springer ist schon nervig. Genau. C3, ja. Ich hätte, glaube ich, mit C4 gespielt, aber ich verstehe auch die Idee. Also C3 ist schon sehr solide, baut hier ein bisschen wie im Londoner System ein solides Zentrum auf. Und die Figuren, die schauen schon Richtung König. Also es birgt Gefahr. Ein bisschen fühle ich mich sicher, weil der Springer kommt hierher. Ich tausche hier wahrscheinlich noch eine Figur. Also wenn er jetzt irgendwie mit Dame E2 spielt, naja, ich kann mich eigentlich immer reinsetzen. Also ich wollte sagen, dann muss er nicht unbedingt tauschen, wenn ich nach E3 gehe, sondern kann auch noch den Turm ziehen. Aber es sieht ein bisschen künstlich aus. Aber ich muss wirklich aufpassen, ob ich immer hier reingehe. Also nicht, dass, genau, Dame E2 habe ich gerechnet. Nicht, dass er C4 spielt, ich gehe hier rein, er spielt den Turm, gewinnt dann irgendwie diesen Bauern und mein Springer hängt da rum, aber das ist natürlich jetzt total schwarz gemalt. Genau. Okay, Springer F6. Ich möchte eigentlich tauschen, weil ich bin erstens schwarz. Ich habe nichts gegen tauschen. Weiß muss erstmal noch was beweisen. Wir sind noch in der Öffnung. Zweitens bekomme ich eventuell das Läuferpaar, was mich auch zum Tausch, was auch ein Kriterium für einen Tausch ist. Und außerdem muss der Springer weg. Der Läufer will ja raus. Genau, das sind so die Gründe. Okay, Springer E5, das ist ein total logischer Zug. Der Springer steht hier auch sehr gut. Kandidatzüge in dieser Stellung sind Tauschen. Dame schlägt wahrscheinlich und Springer F6. Dann greife ich die Dame an. Also der Springer steht dann hier, der greifft die Dame an, deckt gleichzeitig dieses Matt. Aber dieser Bauer fällt dann, ohne dass ich das Läuferpaar kriege. Das will ich eigentlich nicht. Genau. Vielleicht droht jetzt C4 und ich kann hier nicht wirklich hin, weil der Turm hier schlägt und dann hat mein Springer irgendwie keine guten Felder mehr. Nee, dann hängt dieser Bauer. Was auch schön wäre, wäre irgendwie mit C5 zu spielen, aber eigentlich würde ich gerne irgendwie diesen Läufer erstmal entwickeln, bevor ich hier sehr aktiv werde. Im Prinzip warte ich ein bisschen, was mein Gegner macht auch. Aber Läufer F5 sieht eigentlich gesund aus. Aber schlägt natürlich mit Schach und dann ist mein Läufer weg. Ja, das macht keinen Sinn. Da verliere ich sogar eine Figur. Okay, ich kann noch überlegen, jetzt hier reinzugehen. Bringt aber auch nicht wirklich viel. Turm E8 ist immer so eine Idee. Oder ich spiele doch Schlagen, weil mir fällt gerade nichts viel Besseres ein. Schlagen und Springer F6. Aber dann Dame schlägt und mein Gegner wird sehr aktiv. Ich glaube, ich spiele hier einen ganz soliden Abwartezug und zwar C6. Obwohl ich irgendwann noch C5 spielen will. Also versteht mich nicht falsch. Ich will hier schon aktiv irgendwie auch im Vorteil spielen. Aber erstmal will ich die Stellung ein bisschen zusammenhalten. Und C6 ist ein Abwartezug. Ich warte nämlich, ob mein Gegner hier schlägt. Dann tausche ich nämlich hier raus, ohne viel zu überlegen. Das Läuferpaar, wer mich kennt, weiß, ich setze sehr viel aufs Läuferpaar. Trotzdem wird mein Gegner jetzt sehr aktiv. Das darf man nicht unterschätzen. Und ich muss wahrscheinlich
jetzt sehr aktiv im Zentrum spielen. Vielleicht ist Stellung schon gefährlich. Also zum Beispiel schlagen, schlagen, Dame hier nach E4 und eventuell gibt es Probleme. Aber ich mache mir jetzt mal nicht zu viele Sorgen und entwickle einfach meinen Läufer weiter. Aber mir ist bewusst, ich muss hier sehr vorsichtig sein. C5 ist mein Plan. Aber mein Gegner kann schon sehr aktiv werden. Also Schachpanda, mein Gegner. Wirklich ein richtig guter YouTuber. Falls ihr jetzt gerade irgendwie vorgesprungen habt, kann ich euch nur ans Herz legen. Turm F1. Genau, eigentlich habe ich mit dem Zug gerechnet. Jetzt muss man überlegen, ob jetzt mal so ein Qualitätsopfer droht. Das kann sehr gut sein. Ich wollte eigentlich Läufer D5 spielen. Schlägt. Läufer schlägt. Dann vielleicht sogar Dame H5. Die Stellung ist schon sehr gefährlich. Darf man nicht unterschätzen, den Druck, den mein Gegner da macht. Ich versuche hier irgendwie mich zu verteidigen. Prinzipiell würde ich sehr gern C5 spielen, aber die Frage ist eben, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Also Springer schlägt. Davor habe ich jetzt nicht die Riesensorgen. Meine Läufer verteidigen aktuell noch sehr sauber, aber das muss erstmal nicht viel heißen, weil er hat hier eine ganz schöne Figurenarmee, die da auf meinen König schaut. Dieser Bauer hier ist super uninteressant. Versuche hier den besten Verteidigungszug zu finden. Also schlagen erscheint mir eigentlich sinnvoll. Dame schlägt, droht matt. Wir müssten G6 spielen. Und dann kann der Gegner wahrscheinlich sehr, sehr leicht zum Angriff kommen. Eventuell mal sogar eine Figur hier reinopfern. Okay, ich mache das jetzt trotzdem. Ich schlage hier, auch wenn es ganz schlimm aussieht. Wahrscheinlich wird jetzt gerade im Stream dieser Zug zerfetzt. Aber auf Dame schlägt, versuche ich hier zu decken. Mit G6. Und irgendwie Dame D5. Aber Königsgambit ist wirklich eine harte Öffnung. Also ich stehe hier, denke ich, wegen den Läufern objektiv auch noch gar nicht schlecht, aber es spielt sich sehr unangenehm. Ich habe eine Idee, die ich habe, ist C5, Läufer D6, Turm E8, Läufer F8 ist auch eine Idee. Ich muss sie auf jeden Fall verteidigen. Dame D5 sieht nach einem guten Verteidigungszug aus. Und ja, Dame F3 zum Beispiel macht mir schon sehr, sehr Druck, weil dann ist er mit vier Figuren auf diesem armen Bauern. Muss überlegen, was ich darauf spiele. Also ich meine, ich bin auch gerade noch dreimal drauf. Aber so ein Zug wie Dame E8 sieht sehr passiv aus. Also darauf hätte ich keine Lust. Das ist die Frage, was spiele ich auf Dame F3? Vielleicht diesen hier? Das Problem ist, es droht eventuell auch ein Opfer hier. Wobei, nee, das droht gerade noch nicht. Also Dame F3, so überlege ich in solchen Stellungen, wie verteidige ich das? Läufer D6, zum Beispiel Springer schlägt, Läufer schlägt und Turm schlägt, dann stünde ich schon schlecht. Also Dame F3, Läufer D6, Springer schlägt. Hier schlagen bringt auch nichts. Ja, Dame F3 macht mir Schwierigkeiten. Ich kann darauf auch schlecht Dame D5 spielen, wegen dem einfachen Läufer E4. Okay, er spielt Dame E2. Ist ein bisschen beruhigend, weil ich war mir recht sicher, dass Dame F3 ein guter Zug ist. Jetzt muss man wirklich voll Power hier verteidigen. Also, was sind Ideen? Wahrscheinlich irgendwie hier zu opfern.
Ich würde eigentlich ganz gern Läufer D6 spielen, einfach um hier diesen starken Springer rauszutauschen. Der nervt mich nämlich total. Und jetzt würde ich wahrscheinlich sogar mein gutes Läuferpaar abgeben, einfach um diesen Springer hier vom Brett zu haben und irgendwie diesen Druck aufzuheben. Also ihr merkt, das ist auch für mich eigentlich eines, also mein Trainer sagt mir das zumindest, das ist eine der meiner größten Schwächen in so einer Verteidigungsstellung, wo man unten im Königsangriff erleidet, dann die richtigen Verteidigungszüge zu finden. Und das ist, glaube ich, für jeden schwierig. Okay, Turm F6. Also jetzt langsam werden hier diese Motive ziemlich gefährlich, deswegen muss ich auf jeden Fall raustauschen. Denk mal, Dame schlägt. Ja. Jetzt könnte ich diesen spielen, das hier bringt nichts. Also Dame D5. Kann man hier irgendwie opfern? Nicht wirklich. Nein, ich spiele Dame D5. Mit einem Tausch wäre ich sehr zufrieden. Dann ist die Stellung total ausgeglichen. Aber will mein Gegner natürlich nicht. Dame F4. Und jetzt ist die Frage, wie verteidigt man diese Stellung? C5 ist ein aktiver Verteidigungszug. Aber die Frage ist, ob mein Gegner hier irgendwie sowas wie Läufer schlägt G6 droht. Immer die Schlag- und Schachzüge zuerst anschauen. Ich schlage zurück. Droht aktuell noch nicht, aber ich glaube, mein Gegner möchte Dame H6 spielen. Und danach, ja, deswegen spiele ich jetzt hier diesen Zug. Ich glaube, König G7 ist hier ein guter Zug, lässt die Dame einfach nicht rein. H4 sieht ziemlich gefährlich aus, H4, H5. Muss man schauen. Ich will eigentlich C5 spielen. C5 ist, ihr denkt euch, was will er hier mit C5? Er ist ja gleich matt, aber C5 würde halt eine Schwäche schaffen und dann hätte ich auch einen langfristigen Vorteil, aber soweit kommt es hier gerade gar nicht. Mein Gegner spielt selbst C4, wird hier im Zentrum aktiv. Die Frage ist, wohin mit der Dame? Am liebsten würde ich eigentlich auf diesem Bauern noch bleiben. Ich muss nur wissen, wenn die Dame weggeht, spielt er wahrscheinlich irgendwie sowas wie D5. Weil es gerade noch nicht droht. Also eigentlich kann ich selbst Dame D7 spielen. Mit der Idee Turm D8 und dann ist dieser Bauer sehr schwach. Oh, Dame E5. Sehr stark. Droht einen Turmabzug. Da muss ich wohl rausgehen aus dieser Diagonale. E5 droht noch nicht. Ich drohe trotzdem Turm D8. Also ich muss sagen, es fühlt sich an, als stünde ich hier schlechter. Und das seht ihr wahrscheinlich auch so. Aber ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob ich wirklich schlechter stehe. Weil mein Gegner, vielleicht kann ich hier auf der D-Linie was holen. Und so ein Angriff hier muss auch nicht immer klappen. Okay, Turm F4. Will wahrscheinlich irgendwie hier rüber, aber ich muss jetzt diesen Turm aktivieren. Das war längst überfällig. Endlich sind auch meine Figuren aktiv. Naja, bei dem ist es eher die Frage, ob der aktiv ist. Und ja, gefällt mir eigentlich jetzt ganz gut, dass ich hier ein bisschen Druck habe. Wie genau man das nutzt, weiß ich noch nicht, weil es ist zweimal gedeckt und ich drohe nicht viel. Aber ich habe vielleicht mal die Idee hier, damit die 6 zu spielen. Okay, Turm H4. Wahrscheinlich will er sowas wie Dame G4, Dame H6 spielen. Was ich auch sehr gut verstehen kann. Was mache ich dagegen? Auch schon wieder schwierig. Ist ein bisschen hart auch mit der Zeit, jetzt hier den richtigen Zug zu finden, weil Verteidigen braucht eigentlich sehr viel Zeit. C5 fühlt sich eigentlich, naja, dann kommt D5. Ja. Okay, also. Ist sehr schwer hier zu verteidigen. Turm E8. Dame G5.
Dame H6 ist schon sehr, sehr gefährlich. Hier fehlt mir ein bisschen jetzt die Fantasie, wie ich diese Stellung hier verteidige, weil ich stehe wirklich sehr gefährlich. Turm E8 hier, H5, ich weiß nicht, dann steigt einfach der Turm raus, ja. Turm E8, Dame hier, Dame da, hier und schlagen. Ja, vielleicht. Ich habe wenig Zeit. Ich spiele jetzt Turm E8, weil es ist auch der einzige logische Zug. Bietet mir vielleicht die Möglichkeit, hier noch abzuhauen. Und auf Dame G5 will ich Dame E7 spielen. Mit der Idee, wenn er hier hingeht, diesen Turm rauszunehmen. Und dann stünde ich auf Gewinn, weil er kriegt mich hier nicht matt und ich habe einen Turm gewonnen. Das heißt, auf Dame G5 oder egal auf was, verhindere ich mit Dame E7 vorerst mal, dass er hier reingeht. Ich würde auch, also im Notfall renne ich hier weg, aber. Schön ist es nicht, überhaupt nicht, wie ihr euch sicherlich denken könnt. Sehr, sehr harte Stellung zu verteidigen. Also ich habe wirklich nur sehr wenig dafür, dass mein König so schlecht steht. Genau. Die Frage ist auch noch, ob solche Opfer funktionieren. Also jetzt damit, okay, boah, er hat wirklich rausgehauen. Wenn ich schlage, Turm schlägt, Bauer schlägt, dann hier unten Schach, ich gehe hoch, das bringt wenig. Hier unten Dame Schach, ich gehe hoch, dann Turm Schach, matt, ja. Wenn ich direkt nehme, dasselbe. Wenn ich nehme, Turm schlägt und ich einfach zur Seite gehe. Dann kommt Schach hier. Ja, sehr schwierig. Also ich glaube, ich kann hier nicht nehmen. Aber irgendwie muss ich ja fast. Also nochmal. Bauer schlägt, Turm schlägt. Hierhin vielleicht. Ja, ich probiere es. Also die Stellung ist verloren, denke ich. König F8 ist ein trauriger Versuch. Mein Gegner hat fast das Material. Hat er fast schon bekommen. Also zwei Bauern für einen Läufer. Ich versuche hier nur irgendwie zu überleben, aber im Prinzip bin ich schachmatt. Aber ich werde noch kämpfen. Solange bis ich schachmatt bin, so läuft das. Okay, Schach, ich gehe hoch. Schach, ich gehe hoch. Und matt. Ja, sehr gut gespielt. Glückwunsch. Und nächste Partie. Sehr schade, aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, trotz der Verlustpartie. Like das Video und helft mir, den YouTube-Algorithmus zu pushen. Bis bald und schaut dann rein zur zweiten Partie.